Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist mal wieder Zeit für eine Monatsbox und ich habe ja tatkräftige Verstärkung dabei. Die Carina ist auch dabei. Hallo zusammen. Netterweise hat mich Carina vorher ja gewarnt, auch aufzunehmen, nur dass wir das Fiasko vom letzten Mal nicht nochmal erleben. Deswegen gibt es dieses Mal keine Outtakes, sorry. Das gab es nur beim letzten Mal. Ja, die hat wahrscheinlich niemand so richtig mitbekommen. Vielleicht schalten alle noch mal in die alte Monatsbox und gucken ganz Genau. besonders. Worauf wir aber sehr gespannt sind und deswegen der Hinweis direkt am Anfang. Ja, was habt ihr denn so in diesem Monat gespielt und wie findet ihr die Spiele, die wir heute vorstellen? Es sind insgesamt 8 Stück, wie immer von leicht nach schwer. Wobei bei mir ist es dieses Mal nicht ganz so schwer, sondern mehr im leichten Bereich, zumindest die ersten beiden Spiele. Und ja. Wir sind natürlich wieder gespannt. Gibt es ein Naturthema bei Carina? Ja oder nein? Wir werden es gleich Wir werden auflösen. sehen. Ich fange erstmal mit was ganz Gesundem an, einer Tüte Chips. Und zwar ist das von Mathieu Aubert und Theo Rivier, erschienen beim Hochverlag. Und ja, das Ganze ist halt auch in der Aufmachung einer Tüte Chips. Das knistert wunderbar, wenn man die Tüte aufmacht oder wenn man damit spielt. Und ich habe das schon in Nürnberg tatsächlich ausprobieren können. Anfang des ja, diesen Jahres, muss man ja sogar noch sagen. Ich bereite mich gerade schon auf Nürnberg 24 vor, deswegen bin ich schon gedanklich eigentlich im nächsten Jahr. Genau. Und da, das war mein einziges Spiel, was ich tatsächlich sogar in Nürnberg gespielt habe. Eine kurze, schnelle Partie, eine Tüte Chips. Und ja, es ist tatsächlich ein einfacher Absacker oder ein einfacher Gateway-Opener, um mal schön ins Englisch hinein zu verfallen. Wir kriegen alle ein paar Karten auf die Hand, nämlich 6 Stück. Da sind Siegbedingungen drauf. Beispielsweise, wenn der letzte Chip ein lilaner ist, gibt es so und so viele Punkte. Wenn du so und so viele Chips gesammelt hast von der und der Farbe, gibt es die und die Punkte etc. Und wir spielen das Ganze über mehrere Runden, bis ein Spielender drei Siegpunkt-Chips eingesammelt hat. Wir haben verschiedene Chips-Sorten dort drin. Die sind farblich gekennzeichnet. Auf den Chips selber ist dann noch Salt and Vinegar und Paprika und sowas angegeben für den besseren Flavor. Aber braucht man eigentlich tatsächlich nicht. Es reichen tatsächlich hier die Farben. Ich habe dann noch 4 Karten, mit denen wir also wunderbar auch durchs Spiel geleitet werden. Mehr braucht man eigentlich in diesem Spiel auch gar nicht. Und wie gesagt, wir haben am Anfang 6 Karten, dann werden eine bestimmte Anzahl an Chips vorab aus der Tüte gezogen, schön rausgeknistert. Und danach müssen wir uns zunächst einmal entscheiden, welche von diesen 6 Karten, 2 davon müssen nämlich rausgenommen werden, von denen wir uns dann verabschieden. Dann werden wieder neue Chips herausgezogen und ich muss wieder eine Karte loswerden. Jetzt habe ich noch 3 in der Hand. Jetzt werden wiederum neue Chips herausgezogen. Insgesamt sind 25 Stück. Also es hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, was dann noch kommt oder nicht. Ein bisschen auch zocken. Und jetzt im letzten Schritt, bevor dann die letzten beiden Chips nach und nach aus der Tüte gezogen werden, muss ich sagen, diese Karte, die lege ich dann links von mir, die wird mir Minuspunkte geben. Und die anderen beiden Karten, die lege ich hier rechts von dem Ablagestapel, die werden mir Pluspunkte geben. Sollten die bei den Minuspunkten gar nicht erst zutreffen, habe ich natürlich Glück und das bringt mir dann 0 Punkte, die abgezogen werden. Habe ich gezockt und da was hingelegt, was vielleicht dann doch noch kommt, könnte es auch böse enden. So, und dann ziehen wir den letzten und den vorletzten und letzten Chip heraus. Ich habe ja von einer Karte gesprochen, wenn der letzte Chip beispielsweise lila ist, dann bringt das halt nochmal so und so viele Punkte. Dafür ist dieses Thema halt wichtig. Und dann zählen wir einfach auch die Siegpunkte zusammen. Und derjenige, der die meisten Punkte hat, kriegt dann eben halt Siegpunkt-Chips, 2 Stück, wenn wir mit mehr als 3 Leuten spielen. Ein, wenn man halt beispielsweise zu zweit spielt. Und dann spielt man in der Regel ja 3, 4 Runden und die Partie ist entschieden. Kurzes, einfaches, schnelles, von allen gut verstandenes Spiel. Ich finde, da ist natürlich ein riesiger Glücksfaktor drin, gar keine Frage. Das ist halt so ein bisschen Push Your Luck. Was schmeiße ich weg? Was behalte ich? Es ist sehr viel Emotion am Tisch. Es ist allerdings auch tatsächlich ein sehr, sehr einfaches Spiel. Das muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, hat ein Rating von 1,0 oder 1,03 bei Board Game Geek.
Ist also nichts, wo man jetzt tiefgründig grübelt, aber ich finde für dieses gesamte Werk doch wirklich nett gemacht. Und wer auf solche Gimmick-Spiele steht, der sollte mal in die Tüte auch hineinschauen. Ja, vor allen Dingen ist es auch cool aufgemacht, ne? Also ich glaube, so ein Aufforderungscharakter hat es auf jeden Fall. Also ich hatte diese Tüte nur mal in der Hand, aber so, da ist ja wirklich liebevoll alles gestaltet, mit Nutri-Score sogar und so weiter. Also das finde ich Genau. schon sehr liebevoll gestaltet, auf jeden Fall. Ja, Ja, schön. Tüte Chips kann man mit auf eine Wanderung nehmen, oder? Nee, da sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht. Um Gottes Willen, jetzt gehen wir erstmal auf Zeitreise. Ach so. Ja, genau, zum nächsten Spiel, was ich auch als, ja, als schönes Familieneinsteigerspiel sehe. Das nächste Spiel halt, wie gesagt, ist Tracking, Reise durch die Zeit. Ja, wir gehen auf eine dreitägige Zeitreise durch die Geschichte der Menschheit. Also, warum wir das so machen, geht aus der Spielanleitung jetzt nicht unbedingt hervor, aber wahrscheinlich, weil wir immens viel lernen können. Zum Beispiel, dass die Ursprünge des Surfens sehr, sehr lange schon zurückliegen. Also kann man auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen aus dem Spiel. Naja, auf jeden Fall spielen wir an jedem der 3 Tage, die wir da vor uns haben, also 3 Runden, einen Kartenstapel mit Ereignissen durch, die sich im Laufe der Vergangenheit irgendwie ja ereignet haben. Und ja, immer wenn wir dran sind, wählen wir eins der historischen Ereignisse aus dieser Kartenauslage, die wir da haben, und fügen die dann unserem Zeitstrahl hinzu, an dem wir dann bauen. Ja, und dabei wollen wir möglichst einen recht langen, durchgängigen und natürlich von den Jahreszahlen her stimmigen Zeitstrahl erstellen, denn dafür bekommen wir dann bei Spielende Punkte. Ja, und dabei müssen wir halt beachten, dass wir immer aus der weiter wegliegenden Vergangenheit in die jüngere Vergangenheit reisen. Wenn wir also bereits im Jahr 1270 sind, dann können wir nicht ins Jahr 950 zurückreisen, sondern sollten uns dann so eher so Richtung Mittelalter bewegen, damit wir den Zeitstrahl dann halt eben auch sinnvoll fortführen können. Dafür muss eine solche Karte aber auch in der Auslage liegen. Können wir den Zeitstrahl mal nicht passend weiterführen, müssen wir einen neuen anfangen. Und ja, ansonsten gerät die Geschichte durcheinander und das führt dann bestimmt zu irgendwelchen Anomalien und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und ja, jedes Ereignis, das wir uns da nehmen, an dem wir quasi teilnehmen, das dauert auch unterschiedlich lange und wir rücken dann unseren Spielmarker auf dem Ziffernblatt einer Taschenuhr voran. Und dieses Ziffernblatt hat 12 Felder und ja, wenn wir einmal rum sind, dann ist der Tag halt auch rum, also einer auch der 3 Runden. Und die Position, die wir halt immer auf diesem Ziffernblatt haben, bestimmt halt immer auch, wer als nächstes an der Reihe ist und das ist halt dann immer der Letzte. Und so kann es halt zwischendrin auch schon mal vorkommen, dass man 2 Züge hintereinander macht oder so. Ja, außerdem erhalten wir je nach Position der Karte in der Auslage noch so Erfahrungsmarker. Also die rutschen dann immer so einen Weg entlang. Und je nachdem, wo sie liegen halt auch da entsprechende Erfahrungsmarker oder die können wir uns dann nehmen. Und diese Erfahrungsmarker sind aber auch auf den Karten aufgedruckt. Und wenn wir die dann bekommen, dürfen wir die auf so ein Tableau legen, was wir auch noch jeder individuell haben. Und das ist unser sogenannter Reiseplan. Und damit können wir dann auch nochmal Boni und Siegpunkte freispielen. Ja, dann sind die 3 Durchgänge dann vorbei. Dann bekommen wir zusätzlich zu den durch den Reiseplan erzielten Punkten noch die Punkte durch den Zeitstrahl oder die Zeitstrahle, die wir gebaut haben, hinzu. Und dann gewinnt natürlich, wer die meisten Punkte gemacht hat. Und ja, Tracking ist wirklich schnell gelernt, macht Spaß. Das kann man, wie gesagt, auch sehr gut mit wenig Spielenden spielen. Ich finde es ein richtig gutes Gateway-Game und wie gesagt, da kann man auch eine ganze Menge bei lernen, weil jede dieser Karten, und das sind recht viele, hat auf der Rückseite auch noch so einen erklärenden Text, den ich mir jetzt nicht auf jeder Karte durchgelesen habe, aber wenn man das machen will, kann man das tun. Ja, und dann ist noch zu sagen, das Spiel ist total überproduziert eigentlich. Also die Ausstattung ist super durchdacht. Also bis ans Letzte ist da gedacht worden. Also wir haben so eine Spielmatte, wo wir halt die Karten drauf liegen haben, wo wir unsere Punkte abtragen. Und ja, wie gesagt, jede Karte ist super toll gestaltet. Dieses Tray mit den Erfahrungsmarkern.
ein Insert, an dem alles seinen perfekten Platz hat. Also das ist alles super gut produziert, das muss man anerkennen. Sofern man mit dem ganzen verwendeten Plastik nicht unbedingt ein Problem hat. Das ja, trieft leider nur so. Ein Holzmarker wäre auch schön gewesen. Aber ansonsten wirklich sehr zu empfehlen für die Familie oder für Einsteiger. Und kam bei Game Factory heraus, ist also Richtig, jetzt genau. im Herbst auch erschienen. Ja, ganz genau. Richtig, hat eine Komplexität von 1,77. Ja. Ich finde es ein bisschen drunter. Ja. Weiter runter geht's jetzt bei mir, zumindest so wie die Allgemeinheit das beschrieben hat. The Same Game, was bei Edition Spielwiese erschienen ist, von Wolfgang Warsch. Haben wir beide ja auch schon zusammen ausprobieren können, beim Pegasus Pressetag. Ja, wir spielen mit 3 bis 6 Personen ein Kommunikationsspiel. Ich würde das gar nicht als Partyspiel bezeichnen, sondern tatsächlich mehr als ein Kommunikationsspiel. Weil es hat schon ein gewisses herausforderndes Element, aber es lebt halt auch natürlich davon, dass man miteinander diskutiert und sich versucht, auch ein Stück weit in den anderen hineinzuversetzen. Funktioniert aber wunderbar auch mit Menschen, die man nicht so gut kennt, was wir ja auch in Friedberg dann da erlebt haben. Ich habe es jetzt mittlerweile schon in verschiedensten Gruppen ausprobiert, kam immer sehr gut an. Und das ist für mich so ein Spiel, was ich tatsächlich mir auch für so Team-Coachings sehr gut vorstellen kann. So, worum geht es denn eigentlich bei Still the Same Game? Wir haben in unterschiedlichen Schwierigkeitsleveln, das kann man halt komplett durchspielen, oder aber sich einfach für eins entscheiden. Wir haben, glaube ich, in der Regel mit Level 2 gespielt. Eins finde ich noch relativ einfach. Da haben wir 7 verschiedene Kategorien. Das können bis zu 9 hinter auch sein. Ausliegen. Das kann sein, Gewicht, das kann sein Farbe, das kann sein Häufigkeit der weltweiten Nutzung oder was hatten wir noch? Super, jetzt habe ich die Karten natürlich alle nicht im Kopf. Ich habe es nur einmal gespielt, kann ich dir gerade nicht helfen. Nee, alles gut. Ich weiß, Ja, die gleiche Material, Gewicht, Verwendung, genau, Funktionsweise, ja. genau, zu Verwendungszweck, genau so hieß es. Also von denen liegen 7 Begrifflichkeiten aus. Dann ziehen wir aus einem Beutel. Es ist auch sehr materialintensiv gestaltet, das Spiel. Also für eigentlich eine relativ einfache Idee ziehen wir halt einen Chip heraus. Schreiben uns diese Zahl auf, schmeißen den Chip auch wieder hinein, weil es kann sein, dass mehrere die gleiche Kategorie haben. Sonst wäre es, glaube ich, etwas zu einfach, dann praktisch zu eliminieren. Okay, die Kategorie hat der schon gehabt, kann keine andere mehr haben. Dann werden alle Chips am Ende rausgenommen, den einzelnen Kategorien zusortiert. Macht man idealerweise dann in numerischer Reihenfolge. Und wir bekommen einen Begriff. Das kann beispielsweise sein, ich glaube, den Begriff habe ich jetzt schon ein paar Mal erklärt, das Thema Fallschirm. Wenn man jetzt die gleiche Nutzungsweise hat, dann schreibt man von mir aus Bungee-Seil dazu. Diese beiden Begrifflichkeiten, die zeigt man dann den anderen. Die Personen müssen aber vorher noch die Augen geschlossen haben, weil man jetzt über diese einzelnen Chips, die dann da ausliegen, also vor den 7 Begrifflichkeiten liegen, noch einmal so kleine nette Eimer stülpt. Nur bei einem macht man das eben halt nicht, da wird der Chip umgedreht. Da muss man halt so ein bisschen am Tisch hin und her rascheln, damit man das geräuschtechnisch nicht mitbekommt, wo da was liegt. Ist aber auch ein witziger Gimmick, da dann noch so ein bisschen Rambazamba zu machen. Ja, und dann müssen alle anderen jetzt raten, okay, was hat derjenige sich dabei gedacht? Also jetzt in diesem konkreten Beispiel wird es wahrscheinlich nicht das Gewicht sein, denn da dürfte wahrscheinlich so ein Fallschirm wahrscheinlich schwerer sein als so ein Bungee-Seil. Ich war sicher. Oder wenn es der Preis ist, Beispiel, aber es ist ja auf jeden Fall unterschiedlich. Also, oder wenn es der Preis ist, wird wahrscheinlich ein Fallschirm ebenfalls teurer sein als ein Bungee-Seil. Oder die Lebensdauer der Nutzung wird wahrscheinlich ein Fallschirm länger halten als ein Bungee-Seil. Häufigkeit, wenn wir wahrscheinlich auch mehr Fallschirme auf der Welt haben als Bungee-Seile. Und das kann man dann dementsprechend alles miteinander diskutieren.
und dreht dann am Anfang bei den vielleicht sehr einfachen Begriffen den Eimer um und freut sich, dass man eben halt nicht die Niete gezogen hat, bis man dann halt so nach und nach ja die Lösung einkreist, wo man sich dann nicht ganz so sicher ist. Und da beginnt natürlich dieses Diskutieren halt viel, viel heftiger. Während die Person, die sich die Begriffe dann ausgedacht hat, dann dabei sitzt, nichts sagen darf und in sich hineingrinst, was denn da gerade mutgemaßt wird, was im Kopf der Person da abgegangen sein muss, als sie sich jetzt für diesen Begriff entschieden hat. Das machen wir dann reihum, also jeder ist dann mal dran. Im Spiel zu viert macht man das sogar zweimal, ist also jeder zweimal dran. Und dann kommt man auf einen gewissen Highscore und wenn man einen bestimmten Highscore erzielt hat, kann man sich dann fürs nächste Level qualifizieren und dann einen höheren Schwierigkeitsgrad machen. In den Gruppen, in denen ich das bisher gespielt habe, war sofort die Frage nach einer weiteren Runde. Also es hat allen immer sehr gut gefallen, sodass man halt dementsprechend auch sofort halt zu einer nächsten Runde gegeben hat. Ich weiß aber auch, dass der eine oder andere sich da immer mal schwer getan hat, einen entsprechenden Begriff zu wählen. Es liegen aber genügend Begriffskarten drin, sodass man halt dann sagen kann, okay, da fällt mir nichts zu ein, ich nehme einen neuen Begriff, was auch völlig okay ist, also dass halt das in irgendeiner Form geht. Ja, ein bisschen Kreativität gehört so ein Stück weit dazu. Und natürlich hängt das auch immer von der jeweiligen Situation der Person ab, ob das gelingt oder nicht gelingt. Aber selbst wenn es mal einer nicht gelingt, kann sie zumindest mitraten. Und von daher denke ich mal, ist das eigentlich ganz witzig. Also mir hat es sehr gut gefallen. Für mich ein sehr, sehr schönes Kommunikationsspiel, weniger Partyspiel tatsächlich. Ja, das stimmt. Würde ich auch so sehen. Also die Person, die du da beschrieben hast, die war wahrscheinlich ich, ne? Du erinnerst dich. Ich hatte ja so Schwierigkeiten, irgendwie mir einen Begriff auszudenken, der jetzt irgendwie in der Kategorie übereinstimmt. Also da hatte ich irgendwie wirklich große Schwierigkeiten mit, obwohl mir die Diskussion echt großen Spaß gemacht hat. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass das in Runden richtig gut ankommt, weil diesen Diskussions- und Auflösungspart, also den würde ich immer wieder mitspielen. Da bin ich dabei. Nee, ich hatte, also ja, ich habe das bei dir erlebt, aber ich habe es auch in anderen Runden erlebt, wo dann, glaube ich, fünf Begriffskarten erstmal ausgetauscht worden sind, bis man dann hinter für sich den richtigen, passenden Begriff hat, aber das ist ja auch Ja. fein. Ja, aber allein die Fragestellung, was ist auf der Welt in der gleichen Anzahl vorhanden wie Gartenzwerge? Da muss man vielleicht ja noch schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ist dir Stimmt, nicht und gelungen. Gartenzwerge ist ja auch vielleicht eher was typisch Deutsches, wird man Wer weiß? wahrscheinlich dann in Griechenland nicht so häufig finden. Genau, das stimmt. Ja, dann schauen wir mal weiter, was ich so zeitreisemäßig noch hier im Gepäck habe. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück von den Gartenzwergen zu den Wikingern. Ja, und zwar wollte ich dich ja in dem Zusammenhang fragen, ob du wusstest, dass der Name des Spiels Knarr von den gleichnamigen Wikingerschiffen kommt. Das offenbart zumindest der Einleitungstext des Spiels. Ich wusste das bislang noch nicht. Ich wusste es tatsächlich schon, weil Ah, ich, okay. aber jetzt nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich tatsächlich vor kurzer Zeit einen historischen Roman gelesen habe und Ah, da okay. ging es um diese Knarrschiffe. Also von daher war mir das geläufig. Naja, gut, okay, dann bist du natürlich super allgemein gebildet. Also, jeder Fun Oh Fact. nee, das wollte ich jetzt gerade gar nicht raushängen lassen, aber du hast gefragt, ich hätte auch sagen Ich habe können, nee, gefragt und keine du Ahnung. antwortest. Alles gut. Naja, wie gesagt, wir haben jetzt halt wieder so ein Knarr, so ein Wikingerschiff in dem gleichnamigen Spiel vor uns ausliegen. Und da sammeln wir Besatzung und Schätze und entdecken damit natürlich auch neue Landschaften. Wenn wir dran sind und wenn wir an der Reise sind, entscheiden wir immer, ja, ob wir ein neues Besatzungsmitglied rekrutieren wollen oder ob wir auf Entdeckungsreise gehen. Und entscheiden wir uns dann erstmal fürs Rekrutieren. Dann spielen wir eine Handkarte aus. Die Karten triggern immer das, dass wir etwas erhalten, also Punkte oder Erfahrungen oder was auch immer. Und je nachdem, was oben auf ihnen abgebildet ist, können wir die Karten sogar farblich passend an bereits ausliegende Karten anlegen,
dann triggern wir alle diese Karten. Und das ist natürlich super, wenn wir da immer wieder Karten anlegen und eine immer längere Kette an Karten auslösen können. Allerdings wollen wir auch Landschaften entdecken, denn dadurch erhalten wir zusätzliche Landschaftskarten, die wir an unser Knarr anlegen können und die uns Boni und meistens auch Siegpunkte bringen. Allerdings sind die auch relativ teuer, denn wir müssen mit ausliegenden Karten, also mit unserer Besatzung, dafür bezahlen. Und die müssen wir dann abgeben. Und da sind wir dann auch mitten im Dilemma, denn wir wollen ja vielleicht doch lieber noch einmal die lange Reihe an Karten mit den vielen Boni auslösen. Ja, oder dann doch lieber die Landschaftskarte mit den vielen Punkten aus der offenen Auslage haben. Warten wir damit zu lange, wird sie uns garantiert irgendjemand anders dann wegschnappen und dann ist es Essig mit den Siegpunkten und die brauchen wir doch eigentlich relativ dringend, denn Knarr ist ein Wettrennen. Das Spielende wird ausgelöst, ja, wenn die 40-Punkte-Marke überschritten wird, und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und es gewinnt dann, wer die meisten Punkte erzielen konnte. Ja, und eben gerade weil Knarr als Wettrennen konzipiert ist, darf man sich hier wirklich, ja, so, ich sag mal, keine überflüssigen Schnörkel leisten. Also da muss man wirklich straight in Richtung Punktegenerierung marschieren, sonst wird man ganz schnell abgehängt. Und das macht das Spiel, finde ich, sehr, sehr reizvoll, denn es fordert einen ständig am Ball zu bleiben. Und da kommt auch, finde ich zumindest, keine Downtime großartig auf. Also mir gefällt es richtig gut. Und ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen und ich meine, die Tage gehört zu haben, dass es bald auch jetzt endlich in größerer Menge erhältlich ist. Dann wäre es nämlich bestimmt für den einen oder anderen noch ein prima Weihnachtsgeschenk, was man noch mit in den Socken oder unter den Baum legen kann. Ich wollte gerade sagen, ein Wettrennen war es ja auch auf der Spiel, an die, glaube ich, 60 Exemplare oder was auch immer es da gab. Also gab, Genau. glaube ich, relativ überschaubare Anzahl an Exemplaren und Zumindest die deutsche Fassung, ja, genau. genau heranzukommen und sich zuzulegen. Ich glaube, du hast das Glück gehabt, irgendwie am Donnerstagmorgen da um kurz nach 10, oder ich weiß nicht, wann ihr da an dem Stand wart. Auf jeden Fall hattet ihr das Glück, dann da kurz nach Messebeginn da zuschlagen zu können. Ich habe es tatsächlich in Essen sogar mit dir zusammengespielt, am Abend bei der Jury, und ich habe es auch mit dem Tim schon gespielt, allerdings dann auf Board Game Arena, wo man es im Moment halt auch gut ausprobieren kann. Und ich fand, dass das Spiel ja ganz gemächlich erstmal losgeht, bis auf einmal ein Tempo da rein hämmert, wo man sagt so, oh shit, was ich eigentlich noch vorhatte, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Dementsprechend habe ich die erste Partie gegen ihn auch mit Pauken und Trompeten verloren. Also man kommt aber in so eine Lernkurve hinein, und ich fand es faszinierend, wie viel Spiel in dieser kleinen Schachtel eigentlich drin ist. Von daher freue ich mich tatsächlich, wenn es dann jetzt wieder verfügbar ist, es dann auch physisch mal spielen zu können. Ja, also wie gesagt, es ist nicht schwierig, es ist sehr zugänglich und absolut reizvoll, also große, große, dicke Empfehlung. Ja, ich Was hast gehe du ein noch zu empfehlen? paar Jahrhunderte sozusagen wieder zurück an den Anfang des letzten Jahrhunderts. Wir sind in der Prohibition angelangt. Es ist ein Spiel With a Smile and a Gun, was auf der BerlinCon das erste Mal vorgestellt worden ist von Spiel Das. Das ist ein neuer Verlag, den es, glaube ich, jetzt knapp 2 Jahre gibt. Und ja, die haben da immer mal wieder ganz nette Perlen im Angebot, so also auch With a Smile and a Gun, was ein Zwei-Personen-Spiel ist. Und was am Anfang erstmal ganz komisch daherkommt, wo man sich denkt, okay, das soll jetzt funktionieren. Also wir haben hier ein Area-Control-Spiel am Ende, wo wir eben halt mit unserem Mafia-Boss ja praktisch ein 3x3-Grid umrunden. Und das machen wir, indem wir einen Haufen Würfel eben halt würfeln. Ich glaube, das sind 12, 13 Stück an der Zahl. Und wir suchen uns dann einen Würfel heraus, mit dem wir praktisch laufen, also dementsprechend 1 bis 6 Felder weit, und nehmen einen zweiten Würfel, mit dem wir dann eine Aktion durchführen.
Das Laufen ist erstmal ja, zu einem Feld und dann kann ich da drei, zwei und einen Stein einsetzen auf den Feldern, wo ich gerade bin, in der Spalte oder in der Reihe, in der ich mich gerade befinde. Und die Aktion kann dann nochmal bedeuten, wenn ich eine schwache Aktion nehme, ich füge einfach nur so einen Stein hinein oder aber ich tausche Steine, bringe nochmal die Polizei ins Spiel, die da auch eine kleine Rolle spielt, die vorher schon auf dem Spielplan präsent ist mit einer gewissen Mannstärke. Dieser Aktionswürfel ist aber nicht ganz unwichtig, weil der demjenigen, der die wenigsten Aktionspunkte ausgegeben hat, nochmal eine kleine Zusatzaktion gibt. So muss man da halt auch schon ein bisschen aufpassen, dass man die vielleicht nicht völlig außer Acht lässt, weil die je nachdem das Zünglein an der Waage schon mal spielen kann. Der letzte Würfel wird dann für den sogenannten Schatten genutzt. Das ist so eine schwarze Figur. Am Anfang gibt es so eine Schattenkarte. Man weiß also, worauf man sich einlässt, wenn der Schatten nochmal rumläuft. Der kann halt dann nochmal so ein kleines bisschen manipulativ ins Spiel eingreifen, was man in der Regel eher nicht möchte, weil das dann meistens einen kleinen Nachteil mit sich bringt. Also somit habe ich permanent irgendwelche Trade-offs, wo ich halt überlegen will, will ich das machen oder will ich dem anderen halt da gerne was liefern. Wir haben, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen schräg an, auch noch so einen sogenannten Zaubertrank. Das passt so thematisch gar nicht ins Spiel. Das würde ich so als den kleinen Knackpunkt im Spiel für mich wahrnehmen, weil Zaubertränke passt in diese Mafia-Zeit irgendwie nicht so hinein. Ich kann aber auch verstehen, dass man jetzt Zaubertrank. diesen, genau, den Alkohol, nee, kann man auch verstehen, dass man diesen Alkoholismus dann da nicht so vorne in den Ach so. Vordergrund nicht hineinpacken wollte. Okay. Also von daher, ja, also thematisch fühlt sich irgendwie komisch an der Stelle, so einen Zaubertrank zu trinken und dann irgendwelche Sachen zu machen. Aber den gibt's halt auch. Wofür machen wir das eigentlich, dieses Area Control? Also wenn es dann um diese Mehrheiten gibt, wo wir dann am Ende unsere Würfel mit den Würfeln des Gegners und denen der Polizei vergleichen. Auf den einzelnen Gebieten liegen jeweils zwei Plättchen. Entweder sind es direkt Siegpunktplättchen oder aber so Set Collection. Und da gibt es eben halt drei verschiedene Typen, die wir einsammeln können, beziehungsweise sogar vier Typen. Je nachdem, wenn es uns gelingt, dort die Mehrheit zu bekommen, dann sind die halt besonders viel Siegpunkte wert. Wenn es uns sogar gelingt, dort das Monopol, also der andere kommt gar nicht an ein Plättchen des gleichen Typs heran, dann sind die sogar das Doppelte an Siegpunkten wert, was dann schon mal das Zünglein an der Waage da ausmachen kann. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und dementsprechend führt das dann auch dazu, dass das wieder in unsere Entscheidung mit hineinspielt, wo wir uns denn dementsprechend ausbreiten. Also wir sind permanent am Gucken, was hat der andere, wo will ich hin, wo will ich nicht hin, was könnte der jetzt für einen Würfel nutzen, sodass ich ihm die vielleicht den Würfel wegnehme, will ich viele Aktionen haben oder wenig Aktionen haben. Also je höher die Aktion, umso wertiger, führt aber wieder dazu, dass der andere den letzten Zug nochmal nachlegen kann. Also irgendwie will man alles und doch nichts. Und das macht das Spiel so ein Stück weit aus, so also diese vielen kleinen Dilemmata, sodass ja doch eine schöne taktische Spieltiefe da hineinkommt. Das ist tatsächlich für mich kein strategisches Spiel, sondern eher ein taktisch orientiertes Spiel. Und es gibt noch ein, zwei Varianten darunter, die ich jetzt ab sofort nur noch mitspielen würde, weil die einfach dem Spiel noch mehr Tiefe und auch Variation mit hineingeben. Also das eine ist zum Einstieg. Aber es gibt zwei Varianten, die ich tatsächlich also auch jetzt mit hineinnehmen würde, nachdem ich jetzt zwei Partien gespielt habe, weil ich sage, das gibt einfach noch mal eine schöne andere Spieltiefe und ich habe noch mehr Möglichkeiten, mir da Sachen auszusuchen. Aber auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich ordentlich bettelt. Das ist nicht friedliebend. Das muss man halt auch sagen. Aber ich glaube, eine 30-Minuten-Partie, da kann man das ganz gut ab. Denn wir spielen drei Runden, wo wir dann dementsprechend um diese kleinen Siegpunktplättchen dann da schlagen. Also hat mir gut gefallen, war sehr überrascht davon. Und der Anfang, der am Anfang, also wo es am Anfang so sich so ein bisschen komisch anfühlte, das legte sich sehr schnell nach den ersten zwei, drei Zügen. Ja, cool. Also von dem Spiel hört man im Moment nur Gutes. Also von daher haben sie da einen guten Fang gemacht, glaube ich. Also ich habe es noch nicht spielen können, aber ich bin neugierig. Das auf jeden Fall. Nur das Dann mit dem leihe ich euch das Zaubertrank gerne finde mal ich, aus. ja, danke. Aber mit dem Zaubertrank finde ich auch ein bisschen verstörend. Aber das habe ich auch schon von vielen gehört, dass das irgendwie so Ja. überhaupt nicht da reinpasst.
Ist das Übersetzungsfehler? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, ne? Nein, nein, das, Bewusste nee, das Entscheidung. glaube ich nicht. Okay. Es ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, das als Zaubertrank zu deklarieren. Das hat auch eine etwas andere Farbe, aber ja, ist halt so. Okay. Ja gut, bei meinem nächsten Spiel haben wir einen ganz typischen Vertreter eines sehr abstrakten Spiels, das durch die ja ansprechende Illustration sehr hübsch geworden ist, aber meines Erachtens leider irgendwie nicht zugänglicher. Also nicht falsch verstehen, ich finde Havalandi nicht schlecht, aber ich finde es nicht sehr zugänglich. Also es ist auf der Schachtel als Familienspiel einkategorisiert. Das ist auch grundsätzlich nicht falsch, aber es ist auch nicht schwierig, aber man muss erstmal die Regeln überwinden. Und am besten lässt man es sich von jemandem erklären, der die Regeln schon kennt. Aber das ist ja nicht bei jedem der Fall, dass er ja diesen Vorteil genießen kann. Deshalb glaube ich, kommt es nicht bei jedem gut an. Aber das ist erstmal vorweggeschickt. Im Spiel haben wir erstmal einen Spielplan mit so einem dreieckigen Einsatzgebiet vor uns. Und auf dem platzieren wir unsere Heißluftballons in unserer Spielerfarbe. Und wo wir das tun dürfen, das entscheidet, wo dieser große Heißluftballon steht, dessen Position am Rand des Spielplans wir zu Beginn unseres Zuges immer auswürfeln. Wir wandern also dann mit dem Heißluftballon entsprechend so viele Felder weiter, wie wir gewürfelt haben. Und dann zeigt er auf zwei Reihen. Also die werden im Spiel Sichtlinie genannt und in die dürfen wir dann halt unsere Ballonmarker, also jeweils immer einen einsetzen. Ja, was wollen wir mit unseren Markern? Zum einen Gruppen bilden auf möglichst ja, zusammenhängenden Landschaftsfeldern, denn dafür erhalten wir dann Punkte, also setze ich den dritten Marker in die gleiche Landschaft zusammenhängend mit ein, dann bekomme ich Punkte, setze ich den nächsten Marker da ein, auch wieder und so weiter. Und zum anderen wollen wir unsere Heißluftballons halt auch aufsteigen lassen, denn auch dann bekommen wir Punkte. Wie das funktioniert, ist aber nicht so ganz einfach zu vermitteln. Also wir können das Aufsteigen unserer Ballons dadurch triggern, indem wir zu einem Ballon von uns auf einem Wegefeld eine Verbindung herstellen. Und dann können wir entscheiden, dass wir die Ballons aufsteigen lassen und drehen dann die Plättchen auf die Rückseite, wo dann die schwebenden Ballons sichtbar werden. Und dann erhalten wir jetzt nicht Punkte nach schwebendem Ballon, sondern je nach Landschaftsart, auf der ein Ballon in dieser verbundenen Kette liegt. Also für jede Landschaftsart dann auch nur jeweils, wird dann jeweils nur einmal gewertet. Ja, außerdem kann man noch Punkte erhalten, indem man seine Ballons neben so Pavillons platziert, die den Spielplan so ein bisschen einrahmen und die so am Rande sind. Und zusätzlich liegt in jeder Partie dann liegen da noch zwei Entwertungskarten halt aus, die für das Erfüllen bestimmter Aufgaben dann am Ende auch nochmal Punkte bringen. Und das wird dann halt eben bei Spielende ausgewertet. Alle anderen Punkte geht man auch schon während des Spiels. Ja, als Fazit zu dem Spiel, also ich tue mich damit wirklich schwer. Also das Spiel ist absolut solide. Es bietet auch eine richtig schöne Knobelaufgabe, wie ich meine Ballons da am besten platziere und mein Ballonimperium aufbaue. Aber egal, in welcher Runde ich das bisher gespielt habe, das hat nie so richtig Begeisterung oder ja, großen Widerspielreiz ausgelöst. Also es ist ein bisschen spröde vom Spielgefühl her. Man rutscht da nicht so richtig rein. Also ich finde auch, wie gesagt, das Regelwerk habe ich am Anfang wirklich schwierig zu verstehen gefunden. Ja, auch vom taktischen her, also da habe ich es auch so ein bisschen empfunden, am Anfang gehen alle so ein wenig auf die Pavillons, also da schaut man, dass man da die Nachbarplätze besetzt, bevor es die anderen tun, bevor man sich dann nicht mehr platzieren kann. Dann geht man immer als nächstes so ein bisschen auf die Aufgabenkarten und zwischendrin kommt man sich auch ganz schön in die Quere, wenn man dann irgendwie Plätze für Verbindungen dann sich gegenseitig wegnimmt. Also den Reiz möchte ich dem Spiel gar nicht absprechen, aber ich empfehle es einfach, erstmal Probe zu spielen, bevor man es sich zulegt. Denn meines Erachtens ist es nicht für jeden was. Also es ist auf jeden Fall schön und hübsch und reizvoll, aber ja, ich glaube nicht für alle geeignet.
Soweit habe ich versucht, das Spielgefühl Okay. zusammenzufassen. Ja, also ich habe das jetzt auch schon von dem einen oder anderen gehört. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass Ja. da sicherlich ein Reiz da ist, aber dass man nicht so hundertprozentig mit dem Spiel warm wird. Und ja, das ist halt dann vielleicht so. Ja, also das ist ein sehr durchdachtes Knisia-Spiel, aber ja, wie gesagt, es ist kein Partykracher. Ja, Das gut. wird es auch nicht sein. Ist mein nächstes Spiel aber tatsächlich auch nicht. Also ein Partykracher sind wir bei Empire's End, was bei Nice Game Publishing hier in Bonn rausgekommen ist, sind wir eher nicht. Nee, wir erleben einen Haufen Konflikte und Katastrophen. Also von daher ist eher das So klingt Gegenteil es der auch. Fall. Autor ist John DeClair, den wir ja schon von verschiedenen anderen Spielen kennen. Und es ist total hübsch aufgemacht. Ein Mega-Inlay, also so wie es eigentlich sein soll, muss man fairerweise sagen, wenn man das tatsächlich dann einmal zusammengebastelt hat, ist so zum Losspielen. Also wunderbare Inlays drin, wirklich sehr, sehr schick gemacht. Was haben wir am Anfang? Wir haben 11 verschiedene Plättchen, die erstmal noch auf der konfliktbefreiten Seite liegen. Und dann spielen wir, je nachdem, wie viel Lust wir haben, auf einem zentralen Tableau. Ja, es gibt so zwei Startpunkte. Einmal ein etwas längeres Spiel und ein etwas kürzeres. Wir haben am Anfang erstmal rumgerätselt, was dieses Zeichen da bedeuten sollte, was mittendrin da irgendwie auftauchte, bis wir dann ganz hinten in der Anleitung fanden, wer kürzer spielen will, kann auch hier starten. War natürlich so ein Sollte man bisschen, zu also Beginn sagen, ne? das wäre am Anfang einfacher gewesen. Wir haben die ganze Zeit überlegt, was kann das nur bedeuten? Also irgendwann sind wir dann drauf gekommen, aber naja, wie dem auch ist. Was haben wir? Also wir wissen eigentlich schon im Vorhinein, in welcher Runde was passieren wird. Es gibt halt so eine Einkommensphase, es gibt eine Kriegsphase, wobei das kein Krieg ist, den wir halt gegeneinander ausfechten. Sondern das ist so ein Thema, dass wir eben halt dementsprechend Militär haben und wir bieten dann halt auch mit zusätzlichem Gerät dann halt auf ein mögliches Ergebnis. Aber das ist halt nicht, dass der eine dadurch eben halt einen Nachteil erzielt, wenn wir da militärisch praktisch nicht gegeneinander, sondern ja dann vorgehen. Und wir haben eine Bauphase, wo wir dementsprechend ja noch weitere Gebäude bauen können. Und wir haben als viertes dann halt Konflikte. Und davon gibt es aber ganz viele. Es gibt Plättchen, da ist nur ein Konflikt drauf, es gibt Plättchen, da sind zwei Konflikte drauf, sodass wir uns permanent eben halt mit diesen Konflikten auch auseinandersetzen müssen. Und die machen aber wiederum auch den Reiz des Spiels halt aus. Am Anfang baut einer diese 11 Plättchen in einer willkürlichen Reihung zusammen. Die anderen müssen ihm gleich tun, sodass also wir praktisch mit der gleichen Stadt starten. Wir enden aber nicht mit der gleichen Stadt, weil wir die Plättchen untereinander tauschen können. Und je nachdem, wie der Konflikt ausgelöst wird, müssen wir dann halt so ein Plättchen auch auf die Feuerseite legen, was wir jetzt wollen oder vielleicht auch nicht wollen. Die Plättchen haben unterschiedliche Siegpunkte. Ich glaube, das höchste war mit 25 Punkten und das niedrigste mit 3 Punkten. Wenn ich das aber auf die Feuerseite lege, dann sind die 25 Punkte nicht mehr da. Also muss ich halt schon abwägen, will ich das oder will ich das dementsprechend auch nicht. Das Spannende ist, jetzt kommt so ein sogenannter Konflikt. Dann wird halt eine Karte ausgespielt. Und die Karte bringt mir, wenn ich sie bei mir einbaue, erstmal einen Bonus. Und aber eben halt auch einen Malus. Und den muss ich halt dann für mich eingehen. Es ist klar ersichtlich, wo jetzt dieser Malus passiert. Also welches Plättchen ich umdrehe, sollte ich diesen Konflikt für mich entscheiden, also mir auf die Hand nehmen. Und dann kann ich aber diese Karte, die mir einen Bonus dann in den weiteren Runden bringt, zu einem anderen Ort praktisch unter das Plättchen drunter legen. Und jedes Mal, wenn dieses Plättchen dann angesprochen wird, habe ich dementsprechend hier einen Bonus. Aber das andere Plättchen ist dementsprechend halt vernichtet, kann in der Bauphase nochmal wieder rekonstruiert werden, kostet aber Hämmer und Hämmer sind halt knappes Gut. Wie komme ich jetzt an diese Konflikte heran? Oder am Anfang versuche ich sie vielleicht auch ein Stück weit zu vermeiden, indem ich auf diese Plättchen eben halt entweder Getreide drauflege, Axt drauflege oder einen Hammer drauflege oder Gold drauflege. Gold ist so ein Joker-Ressource, die ich aber nur während des Spiels nutzen kann, nicht für die Sieg-Endpunkt-Bedingungen, wo man halt manchmal noch so Sets sammelt, um dann halt Siegpunkte zu machen.
Und das ist jetzt so ein bisschen abwarten. Also ich weiß nicht, was die anderen an Ressourcen haben, weil wir einen Sichtschirm haben, da stecken meine Ressourcen hinter. Und dann lege ich von mir aus ein Getreide dran und dann ist der Nächste dran, der sagt, okay, ich nehme jetzt die Katastrophe zu mir, bekomme halt auch die Ressourcen. Oder aber ich lege von mir aus noch ein weiteres Getreide drauf und dann muss der nächste Spieler sich entscheiden, noch ein drittes Getreide drauf zu packen oder das andere Ding zu nehmen. Weil ich bekomme die Ressourcen und es wird immer lukrativer, je weiter ich in der Runde herumlaufe. Es kann aber auch sein, dass ich weiß, der will diese Katastrophe gar nicht haben, weil das genau sein 25-Siegpunkte-Plättchen ist, was er jetzt blöderweise umdrehen will, wo er sich mit Händen und Füßen gegen weigert. Und ach, dann lege ich doch nochmal ein Getreideplättchen drauf, dann geht das sicherlich nochmal eine Runde zu mir rum. Und kann vielleicht damit nochmal schön Ressourcen kassieren. Manche Plättchen erfordern Getreide, manche erfordern dann Äxte, manche erfordern dann eben halt diese Hämmer. Manche aber auch eine Kombination aus beiden. Und das macht halt schon mal einen schönen Reiz aus zu sehen, wen bringe ich jetzt gerade ins Schwitzen oder wer sagt, ach, ist mir auch egal, jetzt sind die 25 Punkte halt weg. Wohl wissend, es kommt noch vielleicht, weil ich teilweise zwei Konflikte pro Feld abhandle, noch ein zweiter Konflikt hinterher, den ich ja auch durchstehen muss. Und wenn das dann blöderweise das 20-Punkte-Plättchen ist, überlege ich mir natürlich, ob ich mir direkt zwei Katastrophen ins Haus hole, weil dann 45 Siegpunkte schon arg wehtun am Ende. Ja, und das machen wir halt so diese ganze Zeit durch. In der Bauphase haben wir die Möglichkeit, gegebenenfalls wieder Plättchen zu rekonstruieren, wenn wir genügend Hämmer gesammelt haben. Oder aber andere Bauten zu erheben. Ich habe also noch eine gewisse Anzahl an Handkarten auf der Hand, wo ich eben halt dann Bauten machen kann. Ich habe die Möglichkeit, Plättchen auch zu tauschen. Je nachdem, wo Plättchen liegen, haben die benachbarten Plättchen beispielsweise hinterher noch einen zusätzlichen Bonus oder in bestimmten Phasen Boni. Wenn dieser Militärbereich dann ausgewertet wird, dann zähle ich, dass es so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Seven Wonders, meine Äxte zusammen, vergleiche die aber nicht mit meinem rechten und linken Nachbarn, sondern mit allen Nachbarn und kann noch zusätzlich praktisch über so ein Beat-Verfahren nochmal zusätzliche Äxte mit hineingeben, nicht, doch Äxte mit hineingeben. Und je nachdem, wie viel ich dann da geboten habe, bekommt der Erste, die Äxte sind aber dann blöderweise weg, halt nochmal Siegpunkte bzw. Zusatzboni. Schaffe ich es aber, bestimmte Sachen nicht zu machen, habe ich wiederum einen Malus, den ich unbedingt auch nicht haben möchte. Also ich muss schon eine gewisse Anzahl an Äxten bieten, damit ich eben halt diesen ja, Krieg dann da überstehe. Und somit wird unser ja, Reich permanent von irgendwelchen Bedrohungen dann da belagert. Und wir haben eben halt dann auch noch die fiesen Mitspieler, die uns dann auch nett noch in die Fallen hineinlocken. Ja, am Ende werden dann die Siegpunkte der verbliebenen Plättchen, die nicht brennen, zusammengezählt. Es gibt dann noch so Siegendpunktplättchen, die ebenfalls Sachen bringen und ja, am Ende logischerweise dann der mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Ich habe es schon zu zweit gespielt, da fand ich es nicht so berauschend. Mir hat es tatsächlich zu dritt und zu viert besser gefallen. Also je mehr Leute beteiligt sind, umso spannender fand ich es, weil man dann eben halt auch eine höhere Interaktion dort drin hat. Würde es tatsächlich auch eher zu dritt und zu viert empfehlen, als zu zweit nochmal zu spielen. Aber wenn man halt diesen Mechanismus mag, ich guck mal, ich lock dich mal raus und zocke halt ein bisschen, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr schönes Spiel, plus eben halt ein sehr, sehr tolles Material, was eben halt die Jungs von Nice Game Publishing da eben halt an Land gezogen haben. Ich glaube, das war auch mal ein Kickstarter, wenn mich alles getäuscht hat. Empire's End. Und ja, also ein schönes, in einer schönen, kompakten Schachtel auch daherkommendes, taktisch, teilweise auch strategisches Spiel. Hat mir also sehr gut gefallen. Komplexitätsgrad ist, glaube ich, irgendwie 2,4 oder 2,5. Ja, das klingt ja nach einem richtig friedfertigen, fröhlichen Setting. Also. Ja, natürlich. Also das ist so das richtige Weihnachts- oder Osterspiel. Für den zweiten Weihnachtstag dann ganz am Ende, wenn die Familie Genau. dann gehen sollte, dann sollte man Empire's End auf den Tisch holen. Richtig, nachdem man dann Stirb langsam 2 oder 3 geguckt hat, dann ist Genau, man in der genau. guten Stimmung. Tja, aber Christoph, wir hatten noch kein richtiges Naturthema. Doch, jetzt wird's doch Zeit, oder? Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Nee, jetzt geht's raus, jetzt geht's in die Natur, jetzt geht's zum Wandern.
Komm, So, zum Wohlfühlen jetzt nochmal ein Spiel zum Abschluss. nach deinem Endzeit-Szenario gerade, dann brauche ich doch wieder was Schönes für die Seele. Ja, ich habe als letztes noch Trailblazer dabei. The John Muir Trail. So heißt es im Original. Sierra Nevada wird es heißen, wenn es auf Deutsch kommt. Das ist jetzt bei Skellig angekündigt. Und ich finde, das ist halt ganz klar Parks für Fortgeschrittene. Also wir haben hier die Aufgabe, diesen sogenannten John Muir Trail zu laufen, den ich vorher noch nicht kannte. Ich frage dich jetzt nicht, ob du ihn vorher kanntest, bestimmt. Nein, ich kannte ihn nicht, aber danke, dass du nicht gefragt hast. Das ist wohl ein insgesamt 340 Kilometer langer Wanderweg in Kalifornien. Und der besteht im Spiel aus 10 Etappen, den wir dann in 12 Runden geschafft haben müssen. Und wer am Ende nicht da ankommt, der hat leider per se verloren. Also können wir uns nur in 2 Runden auf die faule Haut legen und uns ausruhen und Kräfte sammeln für die nächste Etappe. Ist das Ansonsten muss es der immer Jakobsweg weitergehen. Nordamerika? So ungefähr, ja. Genau. Ja, im Prinzip haben wir hier ein Worker-Placement-Spiel, bei dem wir zu Beginn mit 3 Aktionsmarkern starten. Im Laufe des Spiels können wir, wenn es entsprechend läuft, noch 2 weitere Marker hinzubekommen, um dann halt jeweils mehr Aktionen zu haben. Die Marker können wir zum einen nämlich benutzen, um eine Etappe zu wandern, also eine pro Runde. Aber dann haben wir halt auch nur noch 2 Aktionen übrig für den Rest der Runde. Und ja, deshalb wäre es halt schon ganz sinnig, weitere Marker halt eben auch zu bekommen. Die Marker können wir einsetzen, um ja, so Naturressourcen zu beschaffen. Das sind so Wasser, Feuer, Wind, Wald, die wir für alles Mögliche benutzen, einsetzen müssen, wenn wir zum Beispiel Fotos machen wollen. Fotos, das sind Karten in der Auslage, für die wir dann zumeist Siegpunkte oder Boni dann behalten. Auch hier müssen wir Marker einsetzen, wenn wir ein Foto machen wollen. Und wir können, sofern wir die Etappe 4 schon bereits erreicht haben, das ist dann die High Sierra Lodge. Da können wir Lebensmittel und andere persönliche Ressourcen einkaufen, denn nach jeder Runde wollen wir essen, trinken. Ne? Das müssen wir ja irgendwo hernehmen. Und die Wanderung ist anstrengend. Ja, und gegebenenfalls haben wir dann auf dem Weg noch ja, Entdeckungen gemacht, irgendwelche Vögel beobachtet, Pflanzen gesammelt und so weiter. Und die können wir dann auch ja, einsammeln, diese Entdeckungen als Karten. Und die können wir dann in 5 Kategorien so Set Collection-mäßig dann auch fürs Spielende sammeln. Ja, nebenbei sollten wir noch schauen, dass wir unseren Rucksack mit allerlei Zeug befüllen, was wir so auf dem Trail benötigen. So alles querbeet vom Fernglas über das Erste-Hilfe-Set bis zum GPS-Gerät. Und je mehr wir im Rucksack haben, desto besser. Denn auch dafür gibt es natürlich Boni, Punkte und so weiter. Und wir wollen zusätzlich auch noch auf dem Höhendiagramm vorankommen. Denn dort können wir ja diese zusätzlichen Aktionsmarker freischalten und auch andere Boni bekommen wie eigene Entwertungsplättchen, die dann nur für uns persönlich sind. Ja, es ist eine ganze Menge zu tun. Vieles ist sehr schön miteinander verzahnt. Also thematisch finde ich das auch richtig schön eingebettet. Ja, Trailblazer ist daher ein Spiel, das ich richtig gerne mag. Also Worker Placement, Ressourcenmanagement, alles ist knapp. Man muss schauen, wie man seine Aktionen einsetzt, verplant. Man muss gucken, wann kann ich mir eine Pause leisten? Wie komme ich auf diesen Leisten, auf den Tracks weiter voran? Wo ist die Karte in der Auslage, die ich dringend brauche? Also da gibt es eine ganze Menge, worauf man achten muss. Es macht natürlich wenig richtig neu, aber mich stört das jetzt nicht. Also ich finde es immer wieder schön, wenn Spiele bekannte Mechanismen neu so ja komponieren. Und ja, ich mag es wirklich gerne. Es ist ein absolutes Wohlfühlspiel. Und ja, ich freue mich halt eben auch, dass es bald auf Deutsch lokalisiert wird, damit mehrere Spaß dran haben. Hast du schon gespielt oder schon von gehört?
Gehört, ja, ich habe es, also beziehungsweise ich habe das bei Skellig gesehen, dass die es rausbringen in Essen, und die Kickstarter-Kampagne zumindest angeschaut, aber diesmal war ich nicht dabei. Das habe ich mir jetzt mal verkniffen. Also hörte sich sehr, sehr interessant an, und ich mag ja Parks, also von daher, wenn du den Vergleich mit Parks anstrebst, dann ja, könnte das tatsächlich nochmal interessant sein. Ja, aber wie gesagt, das ist also nicht jetzt denken, wer Parks spielt, spielt auch das, dann muss man schon ein bisschen Nein, nein, Kontext habe ich das halt schon drauflegen. verstanden, ja. Ne, nee, nee, um Gottes Willen. Also ich für alle, die Wanderspiele mögen, sollten die Augen offen halten. Ja, wunderbar. Dann haben wir 8 Spiele gehabt, Ja. haben euch hoffentlich die eine oder andere Empfehlung noch mitgeben können, oder zumindest das Spiel so eingesortiert, für wen es was ist. Solltet ihr noch nicht genug von uns haben, dann schaut doch am letzten Dienstag hat die Carina auf den Spuren von Darwin veröffentlicht als schriftliche Rezension. Ich habe noch ein Video dazu gemacht. Also von daher habt ihr noch das eine oder andere mehr von uns, und wir sehen uns ja im neuen Jahr, denke ich mal, wieder zu einer nächsten Monatsbox, und guckt gerne hier auf dem Kanal noch ein Stück weiter. Adventskalender läuft ja noch, also gewinnen könnt ihr noch fleißig und reichlich. Da sind noch ein paar nette Kläppchen, die auf euch warten. Und mir bleibt dann erstmal nur zu sagen, macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.